Wir dürfen nicht über 7000 Umdrehungen drehen, weil das noch im Einfahrmodus ist, das Auto. Wir fahren durch Schlaglöcher gerade, durch dicke, ne? Ja, komm, jetzt guck einmal schnell. Jetzt kann ich dich auch nicht wegschicken. Nein, ich wollte dich auch nicht stören. Ja, alles gut, komm einmal ganz schnell. Ehrlich, jetzt? Ja, hi. Freut mich, so ran. Von Pruski habe ich euch. Pruski? Pruski vom BMW? Keine Ahnung. Kann sein. Ja, cool, oder? Hi, Flo. Sorry, ich wollte nicht. Alles gut. Kein Thema, guck einmal schnell und dann ziehen wir weiter durch. Das ist der Grund, warum wir jetzt gerade zum zweiten Mal die Location wechseln. Weil ich habe Schwierigkeiten, wenn ganz viele Leute dabei sind und wir einen Film, ein Video drehen. Und du kommst aber einfach nicht drum herum. Jetzt haben wir uns die hinterste Ecke ausgesucht und haben noch einen Dude gefunden. Cool, oder? Dankeschön. Sehr gerne. Ich wünsche euch das. Viel Spaß. Fahr vorsichtig mit deinem M2. Auch ein geiles Auto. Der braucht noch einen Flügel. Haben wir im Shop. Ja, der kommt wieder weg. Deswegen. Ja, dann machen wir einen richtig großen da dran. Ich habe mich verliebt in den neuen M4. Ah, alles klar. Auch gut. Haben wir auch einen Flügel für. Danke. Tschüss. Danke. Hallo zusammen, willkommen zu einem weiteren Video der Speed Engineering GmbH. Ja, wir haben einige Location-Wechsel, weil dieses Auto polarisiert. Doll, im positiven Sinne. Bis auf den Angry LKW-Fahrer vorhin. Also, 992 GT3 RS. Wir sind gefühlt die 10.000sten, die auf YouTube jetzt ein Video von einem 992 GT3 RS machen. Deswegen werden wir dieses Fahrzeug auch nicht vorstellen, denn das hat schon gefühlt jeder gemacht und auch wirklich gut gemacht und auch im Detail. Und auch zum Beispiel bei JP im Video geht es auch im Detail um die Aerodynamik. Daher, jeder weiß, wie dieses Auto funktioniert, was es alles kann. Und ich bin dieses Fahrzeug zum ersten Mal heute gefahren. Aber hoch und heilig verspreche ich eines, ich bin das Auto wirklich nur hierher gerollt, damit wir die ersten Eindrücke gemeinsam sammeln. Flo, du bist auch noch nie in so einem Auto gefahren, nee, oder? Außer jetzt gerade hingerollt. Ja, genau, das heißt, also das war wirklich jetzt Tempomat, 120, Scheuklappen und einfach so versuchen, so wenig wie möglich mitzunehmen, einfach ankommen, damit wir dieses Video gemeinsam machen können. Hintergrund ist der folgende. Ich hatte ja gesagt, nein, Digga, bitte fahr weiter. Gut. Er ist ein Porsche-Fahrer, das ist so ein Ego-Ding, ne? Die halten nicht an. Hintergrund des Videos ist unser Vorgängervideo mit dem M2. Wir haben ja den M2 G87 getestet. Da habe ich ein Fahrvideo gemacht und da habe ich eine Aussage getroffen, die dafür gesorgt hat, dass es darunter viele Kommentare gab, berechtigterweise. Denn ich habe gesagt, wir schaffen es, dass unser G87 M2 an die Rundenzeit des 992 GT3 RS rankommt. Das war die Aussage. Und natürlich bin ich da auf große Skepsis gestoßen. Zu Recht. Daher liegt es nahe, dass wir eben genau dieses Format jetzt mit diesem Auto machen. Wir setzen uns rein und versuchen, dieses Auto zu verstehen. Und ich werde mein wirklich absolut ehrlichstes Feedback zu diesem Auto geben. Natürlich immer unter Vorbehalt, weil die Bedingungen sind jetzt gerade schön, aber wir fahren halt nicht auf einer Rennstrecke. Ne? Daher geht es wirklich nur um ein Feeling. Was vermittelt uns das Auto? Wir sind ein Unternehmen, welches Fahrzeuge verbessert. Das ist unser Kern. Das ist unsere, ich würde fast sagen, unsere Lebensaufgabe. Und jetzt stehst du halt vor so einem Ding und denkst dir, verdammt. Naja, also eine Frage, die sich natürlich, die ja permanent aufkommt, der ultra präsente Heckflügel ist völlig klar und ich predige ja immer in allen Videos. Wir haben wirklich Struggle, die Flügel riesig zu bauen, die Flügel noch höher zu bauen. Wir haben alles ausgereizt, was geht, damit wir innerhalb der A-Säule bleiben. Und der Flügel steht in jede Richtung Meter ab. Wie geht das? Auch dazu haben wir mal ein Video gemacht. Es gibt einen Unterschied zwischen unserem Unternehmen, das heißt Unternehmen, welches Teile, Anbauteile entwickelt. Die sind an solche Richtlinien gebunden. Und es gibt einen Unterschied zu Fahrzeugherstellern bzw. Fahrzeugbauern, eingetragene Fahrzeugbauer. Die können davon abweichen. Und wenn man das auch noch in Kombination mit einer kleinen Serie macht, dann kannst du gefühlt alles machen. Wir gucken uns das Auto gleich nochmal im Detail an, laufen drumherum. Aber erst einmal werden wir uns jetzt reinsetzen, fahren und ich gebe ein so ehrliches Feedback wie möglich. Und gucke, ob wir diese Aussage revidieren oder ob ich danach sage, ich bleibe dabei, unser M2 wird so schnell fahren. Ja, auf geht's. Sieht mein Gesicht skeptisch aus? Nee, let's go. Ja, also erstmal vielen Dank an unseren Kunden, dass wir das Auto fahren dürfen. Warum ist das Auto überhaupt bei uns? Das Auto ist bei uns, weil es ein Fahrwerks-Setup bekommt für die Nordschleife und es bekommt Enddisponenzbelege. Denn die Belege ab Werk, wenn die warm sind, sind die gar nicht so schlecht. Beziehungsweise ich fand die sogar sehr gut, aber der Kunde sagte, nein, die werden irgendwann versagen
weil da auch, weil die ja auch mit den bremsbelegten CO2-Werte etc. alles einhalten müssen. Also sind die gebunden und dürfen die Belagmischung nicht so aggressiv machen. Das Interieur ist schon mal ein Traum. Ist halt sehr ja, minimalistisch, aber trotzdem extrem gut. Also es sieht echt. Ich finde es wirklich krass. Also das ist ein anderes Level. Also das. Warte mal, jetzt hier Start, Stopp, aus. Ich weiß, es gibt hier zahlreiche Modi, aber wir werden jetzt erstmal im ganz normalen Modus fahren. Und ich weiß auch, dass wir die einzelnen Fahrwerkseinstellungen hier drüber vornehmen können. Aber auch das lassen wir jetzt erstmal so in dem Zustand, wie es ist. Wir können nachher ein bisschen damit spielen, aber es geht jetzt erstmal darum, einen Grundgedanken zu bekommen von dem Fahrzeug. Und ich hatte im letzten Video auch schon mal gesagt, ich bin nicht gut darin zu fahren und gleichzeitig zu erzählen. Deswegen werden wir jetzt einfach ein paar Sequenzen fahren und dann anhalten und dann versuche ich zu vermitteln, was ich fühle. Wir dürfen nicht über 7000 Umdrehungen drehen, weil das noch im Einfahrmodus ist, das Auto. Aber der hat doch schon, achso, der muss 1500 Kilometer, oder? Ja, irgendwie sowas. Alter. Alter, was? Das war schon anders, ne? Boah, das hat sich echt angefühlt wie so ein Go-Kart. Komplett. Was? Okay, das ist ein bisschen interessant jetzt. Warte, ich will das nochmal. Das brauche ich kurz nochmal. Ja, ja. Gesagt, der M2 ist schneller, ne? Oder wird schneller? Abbruch. Alter. Das ist jetzt kein Videogetour, ne? Das hast du auch gefühlt, ne? Es ist halt einfach wie. Boah, es ist halt komplettes Go-Kart. Boah, ich habe ein Gefühl, im Magen habe ich ein. Boah. Also die Leute werden sich jetzt wahrscheinlich denken, was ist das für ein Quatschgerede jetzt wegen einer Kurve, ne? Aber das kannst du nicht beschreiben. Das ist echt anders, ne? Hast du gemerkt beim, okay, also nochmal sortieren, das Auto macht sich in der Kurve unfassbar klein. Das macht sich unfassbar klein, das ist, was du sagst, fühlt sich an wie ein Go-Kart. Wir reden hier von einem Serienfahrwerk, ne? Serien, alles an dem Auto ist Serie, das wurde so vom Werk abgeholt. Hast du gemerkt, was passiert, wenn ich habe jetzt mal extra im Scheitelpunkt, bin ich voll aufs Gas gelatscht, weil ich ein bisschen provozieren wollte, was macht die Front, was macht das Heck? Das Auto droht auszubrechen, setzt sich einmal und zieht dich um die Kurve rum, als wär's ein Allrad plötzlich. Das war jetzt gerade mein erstes Feeling in der Kurve. Ich fand es eher heftig, dass das Ding, also das liegt so perfekt auf der Straße. Und wir sind gerade über Schlaglöcher und so gefahren. Da ne? war nichts, da passiert nichts. Okay, wir müssen einmal drehen, dann fahren wir da nochmal lang. Boah, Flo, ich habe ein komisches Gefühl mit meiner Aussage, ne? Aber das Diff ist auch, oder das Getriebe sind schon echt laut, ne? Ja, aber das ist auch, da komme ich gleich zu. Das ist. Oh. Alter. Ja, genau. Ja, genau. Ich habe gerade den Spaß, was Oh mein jetzt. Gott. Ah, das ist unfair. Schlaglöcher gerade durch dicke, ne? Ja. Ist in Ordnung. Aua, 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 aua. Boah, wir haben ein Problem, ey. Okay, einmal kurz zetteln und dann kann ich gleich dazu wieder was erzählen. Aber das ist echt anders. Ich fand es wirklich mutig, dass du die Aussage treffen konntest, dass der M2 schneller ist, obwohl du den hier gar nicht gefahren bist vorher. Ja, das ist gut, dass du das sagst. Und da kann ich dir auch
da kann ich doch den Hintergrund dazu erzählen. Und zwar, wir halten dazu einmal kurz an. Das ist ein guter Punkt. Also ich bin das Auto ja vorher nicht gefahren und hab die Aussage getroffen. Es ist ja so, ich muss ja daran, ich weiß, was mit den Autos passiert, die wir umbauen. Wir haben ja häufig Fahrzeuge, die fahren ab Werk immer geht so gut, weil wir in einer anderen Preisklasse unterwegs sind, gerade auch was unsere eigenen angeht. Ich meine, Supra M2 und so ist auch ein teures Auto, aber es ist nochmal wirklich was anderes. Und ich weiß, was mit diesen Fahrzeugen passiert, wenn wir damit fertig sind. Es sind völlig andere Fahrzeuge und das ist keine rein subjektive Meinung von mir, sondern das ist von allen Leuten, die mitgefahren sind. Da sind auch Porsche Testfahrer und so weiter mitgefahren. Die haben alle gesagt, Wahnsinn, geiles Auto. Und mit diesem Mindset gehe ich auch an sowas ran. Und das erfordert gerade ein Umdenken bei mir. Weil ich bin sowas noch nie gefahren, ja. Und davon ausgehend, dass wir, wenn wir ein Fahrzeug angefasst haben, es danach wirklich ein völlig anderes ist, habe ich gesagt, natürlich kommen wir da ran. Weil ein von uns modifiziertes Fahrzeug mit einem Serienfahrzeug, das ist machbar. Aber das ist hier was völlig anderes. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Um zu der Aussage zurückzukommen, ob wir das rundenzeittechnisch hinkriegen, boah. Da musst du einen setzen. Da musst du einen setzen. Aber da müssten, das würde nur funktionieren auf der Nordschleife, mit langen Geraden, mit langen Bergaufgeraden. Und auch nur, wenn wir den M2 mit Leistung so aufpumpen, dass wir etwas machen, was ich hasse. Und zwar auf der Geraden unheimlich schnell sein und in der Kurve nicht so performen. Nur dann. Nur dann können wir da vielleicht hinkommen. Und dann reden wir aber von einem Auto, was wir komplett von vorne bis hinten angefasst haben, auseinandergerissen haben, umgebaut haben, alles damit gemacht haben, gegen ein Fahrzeug, was ab Werk so kommt. Und das ist schwierig. Boah, ich habe ein gemischtes Gefühl. Ich bin gespannt, wie das Fahrgefühl dann ist zwischen den beiden Autos. Wo du dann denkst, okay, ich fahre lieber mit dem M2. Wir kriegen dieses Fahrgefühl von dem hier nicht hin, weil der M2 als Basis schon viel synthetischer ist. Alles, was mir der M2 vorgaukelt, was er mir vorgibt, was in Ordnung ist, das ist hier realistisch in Ordnung. Ich merke wirklich alles in diesem Lenkrad, aber so, dass es mich nicht beeinträchtigt. Ich merke jede Unebenheit, jedes Steinchen merke ich in dem Lenkrad, aber nicht so, dass ich etwas dagegen tun muss. Sondern ich merke, okay, es ist da, aber das Fahrwerk regelt es für mich. Die Bremse. Ich weiß ganz genau, wann die Bremse kalt ist, wann sie warm ist. Das weiß ich beim M2 nicht. Die packt ab Werk, also ab im kalten Zustand schon. Weil der Wagen ist echt laut, also wenn du so kleine Steinchen oder sowas hast. Genau, und das ist auch der Punkt. Weil halt einfach nichts gedämmt ist. Weißt du, über was für ein Gewicht wir reden hier von unter 1,5 Tonnen für dieses Auto. Und das ist ein Riesending, ne? Also das Auto ist nicht klein. Genau, wir müssen dann gleich einmal die Kurve wieder finden. Die brauche ich, weil die geht bergab. Da, wo wir die Vorderachse provozieren wollten. Boah, ich habe wirklich gemischte Gefühle bei dem Auto. Boah, ein Mix aus Respekt, aus Liebe, aber auch Enttäuschung. Aber eine andere Frage, der hat vorne die Kühler sitzen, oder? Ja. Weil du siehst die ganze Zeit so Hitzewellen, die wahrscheinlich aus der Haubenentlüftung kommen. Ja, ja, genau. Das kommt alles von vorne, ja. Also, wie gesagt, auch halt ein Mix aus Enttäuschung so ein bisschen. Also seitdem ich gerade denken kann, ne? seitdem ich wirklich halbwegs vernünftige menschliche Gedanken habe. Also seitdem ich nicht mehr nur BMX und Möpse oder so im Kopf habe, was man so als Teenager so im Kopf hat. Seitdem ich gerade denken kann, ist mein Lebensinhalt eigentlich immer, Dinge technisch zu verändern und versuchen, Dinge irgendwie technisch zu verbessern. Und jetzt bist du halt in so einem Ding und wirst halt in der Form enttäuscht, weil ich der Meinung bin, dass du, egal was ich an dem Auto mache, ich glaube nicht, dass ich es besser machen kann. Ja, Schlagloch, mach doch noch ein größeres Schlagloch hier rein, ey. Dass ich hier dran, glaube ich, nichts verbessern kann. Meinst du, wenn wir den auf der Bühne packen und mal unten runter gucken, dass man da vielleicht doch irgendwas findet? Ich kann dir genau sagen, was wir da finden. Einen perfekten Unterboden, der aerodynamisch perfekt abgestimmt ist. Und ich weiß, dass auch Mantai, die gehen an das Auto ran, und machen da jetzt Dinge, also nichts gegen Mantai, geiles Unternehmen, gar keine Frage, auch Kunde von uns, also Mantai oder Räder, die sind halt Kunde von uns, beziehen auch Teile, jetzt keine Porsche-Teile, sondern für die anderen Fabrikate,
aber ich habe ein bisschen das Gefühl, wie gesagt, no front, dass die jetzt ein Paket für das Auto rausbringen, weil sie es rausbringen müssen. Da sind jetzt seitlich, machen die noch größere Flaps und in der Mitte eine Finne und so. Boah, ob das wirklich spürbar viel an dem Auto macht, ich wage es wirklich zu bezweifeln. Ich habe auch relativ häufig mehr oder weniger gegen dieses Auto geschossen, auch im Podcast. Also falls ihr unseren Podcast hört, da werdet ihr rausgehört haben, dass ich öfter gegen dieses Auto hier geschossen habe. Das hat zwei Gründe. Zum einen ist es eben meine Vermutung, dass wir daran nichts ändern können. Und das ist halt nicht nur mein Lebensinhalt, sondern das ist unser Kerngeschäft. Und der andere Grund ist auch relativ simpel. Ich bin jetzt seit 3 Jahren, ziehe ich halt wirklich durch und arbeite mir komplett den Arsch kaputt. Weil Selbstständigkeit in Deutschland ist halt auch schon mal eine Nummer, ne? Und ich bin sehr weit weg davon, mir so ein Auto kaufen zu können. Das heißt, ich kann es mir auch gar nicht leisten. So, und das sind halt so zwei Punkte, die halt dazu geführt haben, dass man einfach sagt, das ist vielleicht gar nicht so toll. Aber irgendwie ist es das. Merkst du einen Schaltvorgang? Nein, gar nicht. Und auch die Steinchen hier drin, ne? Wo du sagst, es ist laut. Das ist genau der Grund, warum so ein M2 schwer ist. Das ist wirklich ein völlig anderes Level an Auto. Die haben diese ganzen Steinchen im Radkasten, das hörst du eigentlich nur bei dem Rennauto. Das Diff, was er arbeitet, das hörst du auch nur im Rennauto. Im M2 ist auf der Dämmung gefühlt noch eine Dämmung und darauf, da ist noch ein Zwischenraum mit Dämmung. Das ist wie so eine KfW-Förderung 10.000 Immobilie, die du baust, die halt in ihrer Energieeffizienzklasse 10.000 hat. Und Porsche dachte sich, wir bauen einfach ein Rennauto. So, jetzt gib mir diese Kurve hier, ey. Alter! Ich weiß, das kommt komisch vor, dass wir, wie gesagt, jetzt nur ein paar Kurven fahren und ich solche Aussagen treffe, aber glaub mir, das Feingefühl dafür habe ich, um quasi vorherzusagen, wie das auf der Rennstrecke aussieht. Jetzt gerade habe ich gemerkt, die Vorderachse kam so ein bisschen, aber ich habe es jetzt aber auch brutal provoziert. Also wirklich extremer Lenkwinkel und dann ein Gasimpuls. Aber das ist nicht vergleichbar mit keinem einzigen Serienfahrzeug. So, wir suchen uns mal eine ruhige Ecke und dann gucken wir uns das Ganze noch mal komplett an. Ja. Aua, 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 ey. Aua, aua, aua. Aua, 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 aua. Das gibt einen Shitstorm, ey. Ja, Shitstorm hin oder her. Ich habe ganz andere Sachen einfach im Kopf, ne? Ich meine, deswegen hatte ich auch gerade so ein bisschen von Enttäuschung gesprochen. Du bist halt, also natürlich ist völlig klar, wir können uns niemals mit Porsche oder irgendwie sowas vergleichen. Wir sind kein Fahrzeugbauer, das ist völlig klar. Aber wenn jemand etwas auf den Markt bringt, wo du dann einfach sagst, mein Wissen und mein Handwerk endet hier. So, du kannst nichts tun. Das ist für mich ein bisschen schwierig. Aber ich habe auch eine Aussage in meinem Podcast getroffen. Ich habe gesagt, dieses Fahrzeug wird für mich nie interessant sein, weil ich es nicht verändern kann. Ich glaube, das wäre doch ein Fahrzeug, welches ich mir einfach kaufen würde und es nicht verändern würde. Wenn ich könnte natürlich, ne? Kann ich nicht. Aber ja, Wahnsinn. Ich glaube, mit der Aussage ist es doch ein bisschen schwierig. Ich glaube noch immer, dass man mit Würgen und Biegen und Brechen so eine Zeit vielleicht mit dem M2 hinkriegen könnte. Aber unter so drastischen Maßnahmen, dass es, glaube ich, in keinem Verhältnis steht. Der M2 wird immer noch günstiger sein, wenn wir damit fertig sind mit dem Umbau, glaube ich. Und dann kriegst du vielleicht eine Hotlap hin, die da hinkommt. Aber die Reproduzierbarkeit, die dieses Auto so an den Tag legt, ne. Aber zugleich freut mich eine Sache dennoch an dem Auto, weil egal,
egal welchen Winkel ich von diesem Fahrzeug betrachte, egal welches Bauteil ich von diesem Fahrzeug betrachte, es spiegelt immer eine Sache wider, die für mich sehr, sehr wichtig ist, nämlich, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Weil alles, was wir versuchen, an bestehenden Fahrzeugen umzusetzen, ist hier in Perfektion umgesetzt. Und daher weiß ich, ist unser Weg nicht verkehrt. Fangen wir mal bei der Front an. Wir bauen jetzt gerade, also wir entwickeln gerade ja die ausziehbaren Splitter für ein Fahrzeug, um Downforce an eine Vorderachse zu generieren. Guck dir das mal an. Es ist kaum ein Splitter da. Das stimmt. Es ist kaum ein Splitter da. Und Porsche geht ja den viel, viel intelligenteren Weg und den viel logischeren Weg. Du kannst natürlich einen fetten, an ein bestehendes Fahrzeug einen fetten Splitter dran setzen, hast Downforce, aber erzeugst auch immer Drag. Weil du arbeitest mit dem großen Staudruck, den du vor dir her schiebst, und dieser große Staudruck drückt auf deinen Splitter und drückt das Fahrzeug runter. Diesen Effekt hast du hier über diese kleine Lippe. Aber Porsche ist viel schlauer. Die sorgen für Entlüftung. Und die sorgen dafür, dass der Überdruck unter der Haube, in den Radkästen etc., der überall da ist, dass die den einfach loswerden. Das kostet dich nämlich keinen Drag, wenn du die Sachen loswirst, aber sorgen für Downforce. Deswegen halt die Fettentlüftung hier vorne. Und deswegen auch die Fettentlüftung. Das ist halt so heftig, ey. Hier und hier. Und dann auch noch diese Detailverliebtheit. Jetzt ist das hier ein Steg, ne? Das ist ja ganz nett. Aber selbst der Steg hat ein Flügelprofil und gibt seinen kleinen Prozentsatz, trägt seinen kleinen Prozentsatz dazu bei, dieses Gesamtpaket abzurunden. Genauso hier hinten. Entlüftung hinten. Das sind auch Dinge, an denen wir gerade arbeiten. Ich meine, vorne haben wir das bei der Supra ja auch so gelöst, beim Audi R8 auch. Unsere Nachrüstkotflügel haben eine Entlüftung. Geil für die Bremse, geil für das Downforce-Verhalten an der Vorderachse. Aber hinten genauso. Guck dir das mal an. Kleines Flügelprofil, guckst halt aufs Rad. Ich wollte keine, wie gesagt, keine Aero-Analyse im Auto machen, weil das schon so viele gemacht haben. Aber mich freut einfach, dass wir wissen, dass wir mit der ganzen Geschichte auf dem richtigen Weg sind. Und uns die Porsche-Jungs jetzt einfach mal gezeigt haben, so machen wir das, Kleiner. Ja, das ist alles in allem. Da, wo ich das so sehe. Was denn? Das ist hier alles nur Kunststoff, ne? Ja, hast du ja vorhin gesagt, mit dem Carbon, ne? Teures Auto, und warum ist das jetzt hier nur Kunststoff und hier ist Carbon? Ja, da ist Carbon und hier hat Kunststoff. Hier ist Carbon, hier ist Kunststoff. Die Frage ist halt auch, will das jeder in kompletten Carbon haben? Ne? Denke ich nicht. Genau, weil das wäre an dem Auto viel Carbon. Weil dann müsstest du das hier machen, das, die Flaps und da oben. Und weiß ich nicht. Kannst ja immer noch nachrüsten, ne? Ich glaube, es kostet auch echt ordentlich Schotter, die Teile zu machen. Ja, dankbare Formen sind das nicht. Dankbare Formen sind das gar nicht. Aber was mich aber auch freut, ist ein Doppelkind wieder da. Ach Mann, ey. Ja, jetzt habe ich wieder eine bessere Laune. Ich hatte ein bisschen schwierige Laune, ne? Obwohl wir eigentlich ein wunderschönes Fahrzeug fahren durften. Seitenschweller, auch das, was ich immer predige. Du musst beim Seitenschweller, da gibt es ja immer so total fancy mit Flügelchen und Lippchen. Planes Brett, fertig. Weil was der Seitenschweller macht, er trennt die Druckverhältnisse über und unterm Auto. Genau das macht der Kollege hier. Und deswegen, wie gesagt, freut mich halt einfach tierisch, dass unsere Ansätze nicht falsch sind. Gibt es einen Grund, dass du hier einmal so eine hohe Kante und einmal so etwas tieferes hast, oder einfach eine Optik? Das ist ein reines Designelement. Ja, auch die Finnen da drunter, aber wie gesagt, das sieht man in anderen Videos schon viel besser und es gibt viele Aero-Analysen Finn dazu. Finnen da drunter? Ja, da. Oh Junge. Wenn du von hier guckst, die sorgen halt dafür, dass dann noch mehr Luft von unten nach außen gedrängt wird, dass du einen Unterdruck unter dem Fahrzeug erzeugst. Nicht Unterdruck, aber geringeren Druck im Vergleich zu über dem Fahrzeug. Ja. Ja, heftiges Ding auf jeden Fall. Ja, bei mir rattert das jetzt auch alles wieder, ne? Das glaube ich. Soll man Cayman kaufen? Doch, neues Projekt, Cayman. Ja, aber das ist halt so wieder so, weißt du, dann, du hast halt begrenzte Mittel und versuchst dann wieder was Abgefahrenes draus zu machen. Im Endeffekt kommst du wieder da nicht ran. Gut, aber bei den Leuten wird es genauso sein. Die haben auch irgendwo begrenzte Mittel. Ja, haben wir alle. So. Manche weniger, manche mehr. Aber ja, das ist so. Aber ganz ehrlich, boah, ich wollte auf Biegen und Brechen nicht in diese Porsche-Fanboy-Schiene rutschen, ne? Gar nicht. Aber ich kann es verstehen. Kannst verstehen? Ja? Würdest du ein Cayman gut finden? Auf jeden Fall, aber ich...
den würde ich noch besser finden. Der also macht ich, aus wir, also nee. Also ich kann so sagen, ich kann verstehen, warum der Wagen so gehypt ist. Ja, das kann ich auch. Aber dieses Fahrzeug macht für uns keinen Sinn. Nee, macht's auch nicht. Du gar nicht. Eh nichts machen. Also das kannst du irgendwann machen, wenn das Unternehmen läuft und du sagst, ich möchte mich belohnen nach jahrelanger harter Arbeit. Dann kannst du das machen, dir den hinstellen. Für uns macht es keinen Sinn. Wir brauchen ein Auto, was wir um 100% verbessern. Oder 70. Allein wenn ich jetzt schon hier drauf gucke, guck dir das mal an. Siehst du das? Kukuluku? Das sehe ich jetzt. Ja, ja. Das ist egal. Ich sag ja, egal wo du hinguckst an dem Auto, du findest immer irgendwas, wo du dir denkst, die haben es schon umgesetzt. Egal was. Scheißegal. Auch hier, schau mal, auch diese Details hier, ne? Wenn du von vorne guckst, Luft rein, umlenken. Das ist das, was wir mit unseren nachträglichen Karnads machen. Du lenkst halt die Luft um von dem rotierenden Bauteil. Dieses rotierende Bauteil erzeugt halt eine turbulente Strömung und somit halt auch Drag. Und davon lenken wir das Ganze um. Damit die ganze Luftführung ist aber wirklich sehr, sehr interessant. Auch wenn du hier vorne reinguckst, das ist ja alles wird hier genutzt bei dem Fahrzeug. Alles. Alles. Und das liebe ich so sehr. Das will ich bei unseren Autos halt eben auch, ne? Deswegen die Entlüftung, Motorhaube und alles, was wir halt konstruieren. Belüftung, Bremsenkühlung, Entlüftung, heiße Bremse, alles. Alles wird halt maximal genutzt. Und das ist das, was ich so sehr liebe. Und da wollen wir hin. In unserem kleinen Kosmos. Aber das ist, und das sage ich jetzt abschließend, ich weiß, das war jetzt viel Gelaber und auch viel Durcheinander, weil ich halt immer so ein bisschen, ich muss immer so ein bisschen Emotionen sortieren, verarbeiten und reden. Deswegen ist das Video vielleicht ein bisschen abgehackt und komisch. Aber wenn du bis hierhin zugehört hast, dann erstmal danke. Und abschließend will ich eine Sache noch sagen. Dieses Auto verkörpert für mich Deutschland. Ja, Perfektion. Ja, genau. Genau. Und das haben wir nicht mehr. Guck mal auf die, ohne Witz, aber das haben wir nicht mehr. Schweller mit der Tür, diese Form alleine. Das ist ja, aber ultra genau, das ist Perfektion. Das ist komplett durchdacht. Und das haben wir in Deutschland nicht mehr, habe ich das Gefühl. So, egal in welchem Bereich ich mir das angucke. Beziehungsweise, na, was heißt haben wir nicht mehr? Aber es baut ab. Und das verkörpert für mich das, also wenn ich an Deutschland denke und an Produktivität und an Output aus dem Land Deutschland, dann sehe ich das. Und das muss halt mehr werden und wieder mehr werden. Naja, okay, danke fürs naja. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.